Trotz Corona 3,5% Rentenerhöhung im Jahr 2021. Gibt's das wirklich? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Bis zu 3,5% Rentenerhöhung im Jahr 2021 und das trotz Corona. Gibt's das wirklich? In Deutschland gibt's das nicht. Das haben wir ja jetzt am 18.03.2021 erfahren müssen. Hubertus Heil hat bekannt gegeben, es gibt keine Rentenerhöhung für die Rentnerinnen und Rentner im Westen und im Osten sind es 0,72%. Also 0,72% sind auf jeden Fall deutlich niedriger als 3,5%. Jetzt muss ich mal meine Brille absetzen, denn ich kann mir wirklich nur noch verwundert die Augen reiben und staunen, dass es in Österreich tatsächlich im Jahr 2021 trotz Corona eine Rentenerhöhung bis zu 3,5% gibt. Für die österreichischen Pensionäre, in Österreich heißen die Rentner Pensionäre, bitte also nicht verwechseln mit den Beamten, gibt es für kleine und mittlere Renten bis zu 3,5% mehr Rente, Pension. Und ab einer Monatsrente von 2.333 Euro gibt es einen Fixbetrag monatlich von 35 Euro dazu. Der Unterschied zur deutschen Rentenanpassung 2021, die ja nun leider im Westen ausfällt, ist die österreichische Rente oder Pension nach dem Kaufkraftverlust der Inflation angepasst. Das heißt, wir haben dort eine Rentenanpassung nach der Kaufkraft, da gibt es also bestimmte Regelungen in den entsprechenden gesetzlichen Vorschriften. In Deutschland folgt die Rentenanpassung nach der Lohnentwicklung. Wenn wir es ganz genau nehmen würden, müsste eigentlich in Deutschland die Rente im Jahr 2021 um mindestens 3,52% sinken. Da wir aber die Rentengarantie haben, bleibt der Rentenwert im Westen bei 34,19 Euro stehen. Daher bekommen die österreichischen Pensionisten trotz Corona und sicherlich auch erheblichen Lohneinbußen in der breiten Bevölkerung immerhin noch eine Rentenerhöhung. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.